Ja, wir haben jetzt viel Selbstvertrauen getankt durch die 5 Siege. Wir haben einfach wieder Spaß am Spiel. Und ich glaube, das sieht man auch, wir kommen wieder gerne zum Stadion und wir haben viel Spaß miteinander. Und im Großen und Ganzen ist das Wichtigste, dass man einfach Spaß nicht dabei verliert. Und das ist am Anfang der Saison ein bisschen verloren gegangen durch die ganzen Niederlagen, vielleicht auch ein paar unglückliche Niederlagen dabei gewesen. Und das war natürlich schwierig, aber jetzt versuchen wir natürlich auf der Welle weiterzureiten. Ja, wir müssen jetzt natürlich da weitermachen. Wir haben gestern in Dornbirn wieder einen Punkt hergeschenkt, unnötigerweise zum Schluss. Und ich glaube, wenn wir die Sachen noch ein bisschen besser machen in der defensiven Zone und vor allem wieder 60 Minuten lang spielen, dann können wir auch gegen Salzburg gewinnen und gegen Innsbruck müssen wir sowieso punkten, weil es ist ja direkter Konkurrent für uns. Und da müssen wir schauen, dass wir eben beide Spiele gewinnen. 5 wins in a row, obviously. We're just building on that. Everything's positive right now, and it's contagious. Everyone is happier now, and from the fans, coaches, the players, we're having fun out there, and we're just playing our game, and it's working. Yeah, it was a good win last night. You know, would have liked to get 3 points, but 2 is better than nothing. And I think every game on from now is a very important game. You know, 3-point games, and just keep rolling.